egal ob Fanboy oder nicht, wenn wir uns ehrlich sind, so richtig einen Konkurrenten zur Apple Watch gab es im Android-Segment nicht. Noch nicht. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir. Heute geht es um die Samsung Galaxy Watch 4, 44 mm, die ganz normale, nicht die Classic, mit LTE eingebaut. Ganz abgesehen davon, dass halt eine Apple Watch für Android nicht geeignet ist und einfach nicht kompatibel ist, es scheint jetzt auf den ersten Blick, als wären diese Galaxy Uhren jetzt nicht wirklich günstiger als eine Apple Watch und dadurch erwartet man sich natürlich auch sehr, sehr viel von dem Ding. Wie es bei Samsung aber so ist, die Teile werden rapide fallen im Preis, dann werden sie deutlich günstiger sein. Natürlich stellt sich die Frage, ist es das Ding wirklich wert? Ist es auch jetzt diesen hohen Preis tatsächlich am Anfang wert? Wer mich kennt, weiß, ich hatte bis jetzt ein iPhone und eine Apple Watch Series 5. Ich wage gerade den Umstieg auf ein Samsung Z Fold 3. Dazu brauche ich unter Anführungsstrichen auch eine Uhr. Rein von der Box her würde sich eine Apple Watch ausgehen. Es ist aber natürlich keine Apple Watch drinnen. Ich würde sagen, wir öffnen das gute Stück einmal. Ich habe hier nur die verschiedenen Seriennummern und so überpickt. Rein von den Features her kann diese Uhr sehr viel. Also sie hat einen BIA-Sensor. Das ist eigentlich ein hochkomplexes Ding. Da wird eben Körperfett und solche Sachen ermittelt. Wie genau das ist, sei mal dahingestellt, aber die Uhr kann es theoretisch. Hier oben haben wir ein bisschen Altpapier, nehme ich an, und wahrscheinlich ein Ladekabel. Also eine Seite war mal nur Altpapier, die andere, da ist jetzt das Ladekabel drinnen. Ich hoffe, das Ganze ist auch magnetisch, so ist es. Ohne physischen Kontakt, das heißt, das Ding lädt drahtlos auf. Das Ladekabel für die Uhr kommt mit USB-A. Es ist 2021. Jedes Handy hat USB-C oder jedes Android, fast jedes Android-Handy, das war jetzt übertrieben. Warum Samsung? Nach dem kurzen Hate, hier ist die Uhr selbst, sie ist rund, das werden wahrscheinlich auch sehr viele bevorzugen. Dadurch sieht sie viel mehr aus wie eine normale Uhr. Ein ganz normales Gummiband, sehr, sehr weich, die Schnalle ist aus Metall, perfekt. Glas, hier zwei Knöpfchen und um den einen Knopf ist ein rotes Band herum oder wurde lackiert. Das signalisiert LTE, könnte man sagen, dass es irgendwo abgeschaut wurde. Ich sage es aber nicht. Auf jeden Fall sind das zwei Knöpfchen. Hier hinten wird es aufgeladen. Das ist auch nochmal Glas, nehme ich an. Und ansonsten der Rahmen ist aus Metall. Bei der normalen Apple Watch, wo man eben so Gummibänder dazu kriegt, sind zwei verschiedene Größen dabei. Medium, Large, Small, Medium. Hier ist nur eine einzige Größe dabei. Ich habe sehr dünne Handgelenke. Schauen wir mal, ob die Uhr tatsächlich passt. Auf der engsten Stufe geht sich's gerade so aus. Ich hätte gerne noch ein, zwei engere Möglichkeiten. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich ein neues Band brauchen. Die Uhr ist jetzt fertig eingerichtet. Ich bin hier am Handy in der Uhren-App oder Oberfläche drinnen. Und hier kann man jetzt wirklich alles nach freien Belieben einstellen, ändern. Ganz klassisch Ziffernblätter. Gibt es viele, viele verschiedene bunte, klassische, wie halt eine normale Uhr. Dann gibt es welche mit viel Information, was ich jetzt eingestellt habe. Das sieht ähnlich aus wie bei Apple, muss ich sagen, aber das ist halt einfach so. Und hier kann man dann wirklich alles einstellen von der Uhr. Sie hat auch Always On, was ich absolut liebe. Natürlich geht das auf Kosten von der Akkulaufzeit, aber ich finde es einfach super praktisch, dass man immer sieht, wie spät es ist. Man kann die Helligkeit von der Uhr ändern und das Ganze, also auch Always On, wie man sieht, funktioniert erst, wenn man sie trägt. Ansonsten, wenn man sie irgendwo liegen hat, schaltet sich aus, spart Strom, also wirklich gut gemacht. Ansonsten kann die Uhr noch Blutdruck messen, ein EKG erstellen. Das ist natürlich immer die Frage, wie genau ist das wirklich? Sie kann es auf jeden Fall. Schlafaufzeichnungen kann man auch machen, beziehungsweise Schlafqualität messen mit Blutsauerstoff. Schnarcht man, wann hat man Tiefschlaf, wann ist man wach, wann bewegt man sich. Also all diese Sachen muss ich alles erst ausprobieren. Was mir fehlen wird oder was mir jetzt schon fehlt, ist tatsächlich die Crown, also das Drehen einfach in den Apps oder in den Listen runter, rauf zu scrollen, dass man nicht mit dem Finger drauf tapsen muss. Das wird mir fehlen.
Aber ansonsten, rein von der Verarbeitung, Haptik her, ist sie sehr nah an einer Apple Watch dran. Das Display ist gestochen scharf, die Farben knacken auch schön aus der Uhr raus. Obwohl sie ja jetzt nur auf der halben Helligkeit ist, muss ich sagen, das Display ist erstaunlich hell. Also da gibt es von mir gar nichts zu bemängeln. Wie gut die Akkulaufzeit ist, wie gut sie tatsächlich Benachrichtigungen durchschickt, wie gut LTE ist, was auch immer, das muss ich erst testen. Der erste Eindruck, muss ich aber sagen, ist durchaus positiv, hat Potenzial, eine gute oder brauchbare, ich meine, das wäre schon was, Alternative in der Android-Welt zu sein für eine Smartwatch. Falls es jetzt schon irgendwelche Fragen von euch geben sollte, schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich werde das Ding jetzt auf Herz und Nieren testen. Wie gesagt, erster Eindruck durchaus positiv. Bin gespannt, wie es im Alltag ist. Und ja, damit lasse ich dieses Unboxing hier enden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.